Wolfgang Birkelhuber von den Grünen ist als nächster Redner gemeldet. Ja, danke, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, man konnte aus den letzten Reden sehr gut herauslesen, was die Zukunftspolitik in Österreich sein wird, wenn diese Reichshälfte hier die Regierung in diesem Land übernehmen wird, wenn Schwarz-Blau regiert. Ein völlig inkonsistentes und nebulöses Konzept, das Sie hier vorführen, Kollege Rauch. Sie haben sich da völlig vertrippelt und der Kollege Höfinger hat offensichtlich zu einem ganz anderen Antrag gesprochen. Sie reden dauernd von Zielen, Kollege Höfinger und auch der Kollege Feichtinger. Und dann, wenn es darum geht, die Ziele festzulegen, und das ist unser Antrag, nämlich die Ziele festzulegen für die Treibhausgasemissionen bis 2050. Das ist Inhalt des Antrages und nichts mehr. Es geht nicht um einzelne Umsetzungsmaßnahmen. Es geht um den Zielpfad. Das möchte man mal klarstellen. Und warum ist es notwendig? Meine Damen und Herren, das ist ja, Sie brauchen nur einmal reinschauen auf die Homepage der Münchner Rückversicherung, der weltweit größte Versicherer, auch für Klimakatastrophen, Naturkatastrophen etc. Die haben eine genaue Analyse. Und dass es weltweit ein Problem ist, sehen wir tagtäglich in der Presse. Also wer hier glaubt, noch irgendwelche sozusagen Verunsicherungen herbeiführen zu können, dass es nicht zwingend die Politikaufgabe des 21. Jahrhunderts ist, hier eine offensive, eine gute, eine zukunftsweisende Politik zu machen, der ist ganz einfach, der hat geschlafen die letzten Jahre. Punkt 1, Klimavertrag Paris. Punkt 2, die Vereinten Nationen mit den Nachhaltigkeitszielen auch beschlossen vor kurzem. Und da geht es um die Transformation unserer Welt, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Meine Damen und Herren, auch dort einer der zentralen Forderungen, Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen, ist international vertraglich vereinbart. So, das ist Faktum. Und wenn man jetzt in die Maßnahmen geht, da haben wir auch eine ganze Liste von Vorschlägen. Das ist aber nicht Teil dieses Antrages, aber es ist klar, einige Punkte sind gekommen, ökologische Steuerreform, Stärkung des öffentlichen Verkehrs, thermische Sanierung endlich wieder ausbauen, auch in der Landwirtschaft Humusaufbau, biologischen Landbau ausbauen. Also es gibt ein ganzes Bündel von Umsetzungen, die hätte man schon längstens angehen können. Minister Tatenlos, der Jäger aus Tirol und Herz-Jesu-Kämpfer, Herr Ruprechter. Ja, was hat er gemacht, bitte? Nichts hat er gemacht. Lippenbekenntnisse sind es, gar nichts. Und das ist einfach schauerlich. Und wenn es darum geht, dass dieses Parlament aktiv wird, Kolleginnen von SPÖ, ÖVP, FPÖ und auch alle anderen Abgeordneten, die hier jetzt Ansagen machen, bitte entscheiden wir hier den Zukunftspfad. Dann, den können wir mit einer Fristsetzung entscheiden. Dann haben wir ihn nächste Woche im Plenum und können auch noch einmal verhandeln. Sie können ja dort einen Abänderungsantrag einbringen. Unser Zielpfad ist ein linearer Zielpfad bis 2050, entspricht unserer vertraglichen Vereinbarung von Paris. Meine Damen und Herren, was ist daran schlecht, wenn wir die Ziele feststellen? Über den Weg, Kollege Sieber, Kollege Höfinger, können wir natürlich und werden wir und wird in der nächsten Legislaturperiode diskutiert werden müssen. Aber dass dieses Ziel angegangen und erreicht werden muss, darüber sollten wir eigentlich nicht streiten. Darüber sollte Klarheit in diesem Haus herrschen, eindeutige Klarheit. Alles andere ist lächerlich, meine Damen und Herren. Es ist komisch, wenn man auf internationale Foren geht, dort Verträge unterzeichnet und dann zu Hause nicht bereit ist, die Schritte umzusetzen und einmal den Zielpfad einmal festzulegen. Und genau darum geht's. Denken heißt überschreiten. Meine Damen und Herren, ein deutscher Philosoph, ein altgewordener Ernst Bloch hat es immer wieder bei all seinen Dingen in den Mund genommen, in die Foren eingebracht, in die Diskussion eingeworfen. Wir können nicht stehen bleiben in einer Welt, die vor so vielen Herausforderungen steht. Und der Klimawandel ist zweifellos einer der wesentlichen Quellen vieler, vieler Probleme, sozialer Verwerfungen, wirtschaftlicher Probleme, einer Umweltsituation, die global gesehen dramatisch ist. Global gesehen dramatisch. Wir haben viele Lösungskonzepte in Österreich. Wenn wir die Ratspräsidentschaft 2018 modern, erfolgreich, zukunftsorientiert angehen wollen, sollten wir heute hier
dieser Fristsetzung, werte Kolleginnen und Kollegen, alle zustimmen, weil das ist der Zielpfad, über den es keine Diskussion mehr geben kann. Der Zielpfad, den wir international unterzeichnet haben, und wir fordern eigentlich nur die Politik auf, die zuständigen Ministerien, indem wir das in das Gesetz schreiben, dann auch die Maßnahmen festzulegen. Die Maßnahmen, damit dieser Zielpfad erreicht wird. Das wird eine lange Diskussion werden, aber dieser Zielpfad sollte außer Streit stehen. Dankeschön. Den Grünen geht es mit dem aktuellen Antrag vorerst um die gesetzliche Festlegung von konkreten Zielen im Sinne des Pariser Klimaabkommens, sagt Wolfgang Birkelhuber von den Grünen. Man könne damit einen Zielpfad bis 2050 festlegen, über den Weg dahin müsse und könne man weiter diskutieren.